Und wieso muss man mich dann haten, wenn mir PvP-Mods Spaß machen? Ganz ehrlich. Yo Leute, was geht? Ich habe eben erstmal ein Let's Play geguckt von... Nein, Spaß beiseite. Ich habe mir wirklich aber ein Let's Play von ihm angeguckt. Ich finde den ganz cool, den Typen, den Manu. Aber mal das weg zur Seite. Ich bin wieder auf dem Weg dahin, wo ich in der letzten Folge gestorben bin. Also eigentlich eben für mich, aber für euch in der letzten Folge. So zum Nordost Airfield. Weil ich bin da wieder in der Nähe gespawnt. Ich spawn eigentlich nur an zwei verschiedenen Positionen. Bisher 100 Mann einer gespawnt. Und jetzt das wirklich die letzte Folgen, die letzten beiden Folgen. Bin ich zum ersten Mal in einer anderen Position gespawnt. Jetzt überlege ich, wenn ich hier bin, könnte ich eigentlich auch zum Nordwest Airfield gehen. Aber. Geh ich denn? Ich gehe dahin, ja. Ich gehe doch zum Nordwest Airfield. Ich habe es mir anders überlegt. Aber. Ja, ihr habt gesehen, vom Glitcher getötet worden. Scheiß auf den Glitcher. Ich vergesse die ganze Sache. Ich weiß es ja, dieses Glitchen gab es immer. Bla bla bla. Ich weiß nicht. Oh Mann, ich höre irgendwie komische Geräusche. Ich bin ballerballer in letzter Zeit. So, ich vergesse das Ganze mit dem Glitcher. Ich versuche einfach. Ich sag, neues Leben, neues Glück bei DayZ. Ist immer so. Und man muss das vergessen, was passiert ist. Das ist wie bei einer guten Runde TTT. Scheiß drauf, wer euch getötet hat, so. Vergesst es, neue Runde, neues Glück. Da vorne ist eine Polizeistation, da versuchen wir diesmal eine Waffe zu bekommen. Vor allem hätte ich den noch geholt, hätte ich geschafft, die M4 nachzuladen und zu equippen, dann hätte ich ihn geholt. Ich hätte niemals gedacht, dass der so schnell uns gefolgt wäre. Das war mein Fehler. Vor allem habe ich den M4 zu spät gesehen. Wäre der in dem ersten Bunker gewesen, ne? Im ersten Hangar, ich hätte ihn getötet. Schwör ich euch, hier. Ich bin ehrlich. Aber, was soll ich sagen, war nicht so. Und ja, die letzten haben gesehen, gemerkt, dass ich in letzter Zeit extrem viel streame. Wieso? Ganz einfach, weil Stream macht mir extrem viel Spaß, so, weil ich meine, ich zocke sowieso mit meinen Kollegen. Und ich so, klar, wieso nicht? Kann ich auch streamen, weil die Leute, die fragen mich auch mal, die sagen mal, kannst du bitte streamen, kannst du bitte nicht streamen. Ich kündige die Streams jetzt auch bei YouTube einfach an. Live Now ist ein bisschen blöd. Wenn kein DayZ im Namen steht oder so, dann wisst ihr Bescheid, dann kommt auch kein DayZ. Sollte ich DayZ streamen, werde ich das im Namen erwähnen, weil es kommen sehr viele Fragen, ja, streamst du DayZ? Dann muss ich immer sagen, nee, sorry, und dann sind die natürlich enttäuscht. Es tut mir leid, so, aber ihr müsst halt mich aufstehen, ich kann nicht immer DayZ spielen, weil wenn ich die ganze Zeit DayZ spielen würde, dann, weiß nicht, das Spiel hängt mir so zum Teil schon ein bisschen so vom Hals, keine Ahnung, ihr müsst es ja selber, vielleicht könnt ihr selber so, immer wenn ihr immer dasselbe spielt, immer dasselbe, irgendwann nervt euch das einfach nur. Und das habe ich halt zur Zeit mit DayZ so, ich spiele es klar gerne, aber ich spiele es nicht exzessiv, also ich spiele es, wenn ich drauf Bock habe, so. Wenn ich sage so, ey Perry, komm dran, lass mal eine Runde zocken, so. Dann erleben wir ein bisschen Actionhaftiges, dann macht es Bock. Aber nicht gezwungenermaßen, so, wenn die alle sagen so, ich spiele DayZ, ich will DayZ, dann geht mir das so auch irgendwann auf den Sack, so. Dann müsst ihr auch verstehen, so. Könnt ihr natürlich böse auf mich sein, aber ganz ehrlich, weiß nicht, also... Müsste man verstehen, das ist... Ihr könnt doch auch nicht, zum Beispiel für die Leute, als bestes Beispiel ist die Leute, die LOL spielen. Jetzt werden die einen sagen, aber du kannst doch LOL nicht damit vergleichen. Doch, kann ich. Das ist genauso, wenn ihr LOL spielt. Ihr spielt einen Tag LOL, zwei Tage LOL, 10 Tage LOL und dann war's das. Dann könnt ihr auch kein LOL mehr spielen, weil irgendwann gehen euch die Mates auf den Sack, das geht euch schon auf den Sack. Und, oh, eine SKS gefunden, habe ich schon lange nicht mehr. Habe ich noch nie, was für, schon lange nicht mehr, habe ich noch nie. So. Deswegen, zum Beispiel, als Beispiel... Zum Beispiel, auch gut. Nee, aber, nein, nicht Tür schließen. Ich kann es zumindest nicht. Es gibt Leute, die können es. Zum Beispiel, wenn H1Z1 kommt, ich werde es richtig oft spielen. Ich werde es richtig oft suchten. Eat, hallo? Schmeiße mal die Dose weg. Nom, nom, nom. Ach, guck mal. Das ist doch gerade gespawnt, oder? Die Dose. Ah ne, die habe ich da hingelegt. Oh mein Gott. Ich wollte schon sagen.
So dumm bin ich auch wiederum auch nicht. Jetzt, bei den Kisten kann man immer Tabulator drücken, weil ich weiß nicht, woher die Sachen kommen. Ihr habt es gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo die Sachen sind. Ne, die waren auf dem Regal. Aber hier an den Kisten, da finde ich immer komischerweise verbuggte Sachen. Oh mein Gott, wir haben ernsthaft jetzt schon eine Tasche gefunden. Haben wir so früh noch nie gefunden. Perfekt. Eine Waffe haben wir auch gefunden. Leider keine. Oh, nehmen wir mal mit Alkohol. Vielleicht für eine Wunde oder so. Wer weiß es, wer weiß es. Gucken wir, was noch weiter oben ist. Ich habe gerade irgendwas an meiner Lippe. Ach, guck mal, hier oben ist auch Loot. Eine Bierdose, noch eine Bierdose. Nee, Quass ist es. Ist kein Bier. Ich würde aber gerne Bier dazu sagen, weil es so ähnlich aussieht wie Bier. Das ist so, aber das ist ganz komisch. Ich habe das wirklich in der Kindheit gegessen. Ich kann mal überlegen, so, wie kann ich das beschreiben? Quass. Das lässt man auf jeden Fall, meine Oma hat das mal selber gemacht damals in Russland. Das lässt man so voll lange stehen. In kalten Gegenden. Ach, was schmeckt denn das? Es schmeckt so ein bisschen säuerlich. Hat, glaube ich, Sprudel dann. Also es baut sich nach einer Zeit Sprudel auf, so wie Sprudel, was oder sowas. Und es schmeckt. Ich weiß nicht mehr noch, was das schmeckt, aber. Als Kind habe ich das geliebt, jetzt liebe ich das nicht mehr. Meine Mutter liebt das immer noch. Ich kann es nicht sagen, sorry. Ich kann es nicht sagen. Nein, kann ich nicht. Ich muss die ganze Zeit so machen. Ich habe hier so eine kleine Wunde. Ich weiß nicht, woher die kommen. Auf jeden Fall. Naja, egal. Was ich sagen wollte ist, ich streame in letzter Zeit so viel. Ich hab an. Oh Gott. Ich glaube, ich habe einen Zombie gepult. Dann habe ich ein Problem. Ich streame sehr viel. Ich habe jetzt. Oh Gott, ich habe wirklich ein Problem. Oh, bitte. Zombie, verpie. Oh, der ist unter der Erde. Zombie ist unter der Erde. Oh, Zombie. Versuch. Boah. Wenn HZ1 rauskommt, ich werde es so streamen. Ich werde es tot streamen. Bis ich irgendwann keinen Bock mehr habe auf Stream. Was habe ich denn da drin? Achso, ja, passt schon. Zombie, du kannst mich doch nicht angreifen. Jetzt ist er am Apfel stehen geblieben. Ich wollte dann den Apfel haben. Naja, dann gibt es halt keinen Apfel für mich. Also ich werde HZ1Z. Nee, H1Z1, so heißt das Spiel. Wieso auch immer das so heißt, weiß ich noch nicht. Ich habe den Vollnamen noch nicht gehört. Dann werde ich auf jeden Fall tot streamen. Aber ich werde auch aufnehmen. Ihr wisst, Leute. Zombie Games. Vor allem, wenn das Daisy ablöst. Boah, das wäre so gut. Ich würde es so feiern. Und ja, zurzeit streame ich sehr viel. Ich habe heute zum Beispiel das erste Mal TTT gestreamt, weil TTT macht mir übertrieben Bock. Du kannst sagen, was du willst. TTT macht mir persönlich übertrieben Bock. Man muss aber, bei TTT muss man sagen, man muss aber die richtigen Leute haben. Ich habe letztes Mal so mit ein paar anderen YouTubern gespielt. So hatten so um die 2000 Abonnenten oder so, aber das waren so, weiß nicht, so Leute, mit denen. Hat jetzt nichts mit YouTube-Zahlen, also das hat nichts mit den Abonnentenzahlen zu tun, aber keine Ahnung, das sind einfach nicht meine, die sofort so, Hurensohn, Alter, ich fick dich, und dann schießen die einfach so einen ab. Also, man muss schon Leute finden, deren IQ über 10 liegt, so damit man das spielen kann, als Beispiel. So wie bei League of Legends. Teammates, wenn man meine Streams guckt. Habe ich auch oft genug erklärt. Und, ja, ich habe es mit denen gespielt. Die haben einfach so Kill und Zeit gemacht. Die Stars haben gesagt, Bauchgefühl und so. Ach, kann ich gar nicht ab, sowas. Also mit denen hat es mir keinen Spaß gemacht. Aber mit meinen Leuten hier, mit Matze Hatzel, mit Jojo, mit, wer war noch? Max Bar natürlich. Max Bar hier, epische Minecart-Kämpfe. Wen haben wir da noch? Ich natürlich. Da waren da noch einige Leute. Ach, King Masi, der Spassel. King Masi ist immer dabei. Mit dem macht's übertrieben Bock. Ab und zu mal Elofu. Also gibt's schon ein paar Leute, mit denen es richtig Bock macht. Und ja, das feiere ich auf jeden Fall. Perry natürlich. Perry spielt immer einen Traitor. Ich weiß nicht, Perry ist komisch. Der tötet nie einen. Der spielt Traitor. Der ist Traitor. Und die Zeit läuft ab. Und dann sagt er am Ende. Ich habe keinen gesehen oder so. Und Matze, genau, Matze, also Matze hat, kennt ihr ja den Maysays,
mit dem ich auch Dark Souls spiele, das ist eh das. Upsala, da habe ich gegen mein Mikrofon gehauen. So, sollte jetzt wieder gehen. Entschuldigung. Das ist eh voll der Komische. Der ist immer Traitor. Als ob der das so vom Server eingestellt hätte. Der ist immer Traitor. Ja. Ich bin nie Traitor. Finde ich ein bisschen schade. Mir macht Traitor mehr Spaß. Wem natürlich nicht, aber... Naja, ich finde das cool. Ich finde das lustig. Macht mir derbe viel Spaß. Ich werde auch versuchen, darüber eine Serie zu bringen. Also ich muss gucken. Wir haben das jetzt ein bisschen so... Public-mäßig gemacht. So im Stream geguckt, wie das ankommt für die Leute, die zuschauen. War natürlich... Weiß nicht, den einen hat es nicht gefallen. Den anderen hat es gefallen. Also vielen hat es gefallen. Vielen hat es nicht gefallen. Aber das waren die DayZ-Fraktion, denen ist egal, was ich zocke im Stream. Die sagen, das Einzige, was man von denen hört, ist DayZ, DayZ, DayZ. Finde ich auch okay. Aber ihr müsst mich auch verstehen, ich kann nicht immer DayZ streamen. Also, weiß nicht. Es gab eine Zeit lang, zum Beispiel bei Origins, wenn jetzt ein neuer Mod kommen würde, der mir wieder so übertrieben Bock machen würde, dass ich die ganze Zeit mega Bock hätte, da zu spielen, dann würde ich das machen. Aber zurzeit ist es so, wenn ich DayZ spiele... Geht nur alle ein paar Tage. Da muss ich auch so wirklich Bock drauf haben, weil irgendwie fehlt mir auch noch so der dritte Mann, mit dem ich Bock habe zu spielen. Also ich versuche mir ja so mein DayZ-Team so zu legen, dass ich wirklich mit denen gerne spiele, weil bei DayZ habe ich echt hohe Anforderungen, mit wem ich spielen möchte. Deswegen, ich spiele auch nicht mit dem. Und Perry erfüllt zum Beispiel diese Anforderungen. Und ja, jetzt suchen wir noch so einen dritten Mann. Nebenbei gucken, ob wir den irgendwie so kennenlernen. Deswegen spielen wir in letzter Zeit auch sehr viel Friendly. Was aber ihr, glaube ich, nicht mitbekommen könnt, weil es ja halt mehr private ist. Und wir versuchen, Leute kennenzulernen, aber irgendwie hat das noch nicht so gepasst. Also entweder mir gefällt die Person nicht oder Perry gefällt die Person nicht. Aber was soll man da machen? Wir versuchen es. Vielleicht kommt... Ich glaube, es kommt kein neuer Mod. Ich glaube, Origins, ne, Taviana, ich weiß gar nicht. Ich habe gehört, dass das irgendein Entwickler von Epoch wurde, glaube ich, eingestellt. Die Entwicklung von Epoch wurde eingestellt, weil der Epoch-Entwickler zum DayZ Standalone-Team gewechselt ist. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas gab es. Naja. Wäre auch natürlich gut, wenn DayZ Standalone das ist. Ich habe ja bisher immer so gegen Standalone gehetzt, ne? Weil es gefällt mir persönlich nicht so. Also, es macht schon Spaß, aber es gefällt nicht so wie... So, ja, das... Nee, das wird sich falsch anhören. Also, ich habe mehr erwartet. Also klar, es ist eine Alpha, aber... Ich meine, wenn da jetzt gute Leute dran kommen, wie zum Beispiel der Epoch entwickelt hat, vielleicht wird das dann auch mal was. Ihr habt ja das zum Beispiel eh mit dem Zombie gesehen, so, dass der Zombie unter der Erde ist. Aber naja. Ich habe eh ja eine eigene Meinung, so. Ihr kennt... Also ich weiß nicht, ich habe bisher meine Meinung verkündet. Zum Beispiel, mir gefällt auch WoZ, das Spiel. Ich finde das Zombie-technisch und so mega geil. Auch so PvP-technisch mega geil. So. Alle sagen, oh mein Gott, wie kannst du nur WoZ? WoZ, ekelhaft. Ich werde irgendwann auch, denke ich, irgendwann werde ich einen 24-Stunden-Livestream machen. Und da werde ich dann WoZ spielen. Fragt mich nicht, wieso. Ich habe Bock auf WoZ. Ganz ehrlich, da könnt ihr mich haten, wie ihr wollt, aber ich hab Bock auf WoZ. Ich hab Bock auf WoZ. Frag mich nicht, wieso. Geiles Spiel, meiner Meinung nach. Einfach unterbewertet. Einfach nur, weil Leute das runter gepusht haben, weil es am Anfang so ein Flop war. Klar, der hat uns alle verarscht, ja, aber ich finde, inzwischen... Oder ich fand's auch am Anfang. Bei der Alpha... Wo nur ein Viertel der Map, oder eigentlich war es schon die Hälfte der Map Release war, aber der hat gesagt, das ist nur 30% von der Map und so, bla bla. Da, wo es die ganze Zeit Abschnitte gab. Ich fand es damals schon geil. Also danach war es natürlich eine Enttäuschung, weil danach kam nichts. Aber da fand ich es geil. Also mir hat es extrem Bock gemacht. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Da könnt ihr sagen, hey, wie konntest du nur, obwohl du DayZ spielst, wie konntest du WoZ gut finden? Ist meine Meinung. Ihr müsst das an, ihr könnt das ja nicht anders finden, so, aber... Meine Meinung ist einfach, ich finde WoZ gut. Und ich feiere WoZ. Ich spiele es gerne. Ich habe es natürlich selten gespielt, aber ich spiele es gerne. So. Zum Beispiel, es gibt ja schon lange die Autos, seitdem habe ich das nicht gespielt. Aber ich gehe zwischendurch mit ein paar Kollegen. Wir gehen in die PvP-Stadt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Irgendwas mit City. Campus. Nee, nicht Campus City. Campus City war so ein Spawngebiet. Ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall gehen dahin.
Nehmen, richtig, wir nehmen hunderte von Leuten auseinander. So viele nicht, aber 10 Leute immer mit einem Leben. Bats, und dann. Ich fand's geil, also ich hab's gefeiert. Ich habe da so viele Kills gemacht. Das ist wirklich so der perfekte Mix zwischen PvP und Zombie-Game, doch für mich. Also ich find's lustig. Ist natürlich jetzt kein Survival-Game, sondern ist. Ja doch, es ist ein Survival-Game, aber es ist nicht so Hardcore-Survival wie DayZ. Es ist ein anderes Survival. Obwohl man zu DayZ sagen kann, ist ja auch kein Survival mehr. Ich bin gespannt, wie H1Z1 wird. Vielleicht wird das endlich wieder so das lang ersehnte Survival-Game. Und deswegen habe ich überlegt, so, irgendwann werde ich 24-Stunden-Livestream machen. So vielleicht zu so irgendeiner Zahl von Abonnenten. Keine Ahnung. Frag mich nicht, wie viele. Kann ich nicht sagen. Und da werde ich dann WoZ spielen. Ich werde Minecraft spielen. Minecraft macht mir mega viel Spaß. Auch wenn ich streame und das Minecraft anmache und sagen, wie kannst du nur Spiele mit so einer Grafik spielen? Ich so, ganz ehrlich, Counter-Strike 1.6 finde ich eins der besten Spiele. Modern Warfare 1, eins der besten Spiele. Welches hat noch eine scheiß Grafik? DayZ, Arma 2. Scheiß Grafik, ja und? Scheiß auf die Grafik, wenn das Spiel gut ist. Und Minecraft war mal gut, ja, war gut. Damals habe ich es gesuchtet, aber mir machen diese PvP-Mods extrem Spaß. Und wieso muss man mich dann haten, wenn mir PvP-Mods Spaß machen? Ganz ehrlich. Ich überlege gerade, laufe ich in die falsche Richtung? Für welche Richtung komme ich denn? Ne, ich glaube, ich laufe richtig. Doch, ich laufe richtig. Das müsste Starry sein. Obwohl ich die Kuppel nicht sehe. Das kann aber kein Starry sein, weil ich die Kuppel nicht sehe. Was könnte es denn sonst sein? Könnte das Gorka sein? Gewotzt, ne? Gorka? Sowas? Ja, das ist. Ich weiß nicht, welche Stadt das ist. Gwotzen oder Gorka? Jo Leute, danke, dass ihr erstmal zu Ende geschaut habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Kommentar da oder eine positive Bewertung. Außerdem habt ihr jetzt hier oben die Möglichkeit, auf ein DayZ-Mod-Video zu gelangen und unten die letzte Folge von der letzten Standalone. Haut raus!